Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Loma-Projekt. Ja, wir haben zwei Missionen Sorghumhirse ernten im Auftrag und einmal Kartoffelernte. Die Kartoffelernte, zumindest was das Abliefern angeht, funktioniert einwandfrei. So, wir haben jetzt das erste Mal unseren MAN, unseren Agro-Truck, unseren Abfahrer gefüllt. So, jetzt werden wir ja sehen, ob das Ganze hier funktioniert. Ich meinte, dass der Drescherkomplex als Abgabestation, Verkaufsstation funktioniert hat. Wenn nicht, haben wir halt 48% der Mission in den Sand gesetzt und Zeit vergeudet. Aber wie ich immer gerne sage, den Tag nicht vor dem Abend loben und andersrum natürlich ebenso. Der Überladewagen ist wieder voll. Gleich im Eimer bei. So, die Spannung steigt. Lädt er ab oder lädt er nicht ab? Er sagt, fahre. Nee. Sagt mir nichts von Abladepunkt erreicht. Er lädt ab. Es gibt wahrscheinlich eine Kolli. Jetzt aber nicht eingreifen, das muss er selbst lösen. Und es wird angenommen, wobei das hier natürlich mit dem Kipper, das lösen wir mal kurz manuell, wobei wir ja wieder leer haben. Ne? Prozent per Feld 4 abtransportiert. Ja, sehr schön. Dann funktioniert das ja schon mal. Hervorragend. Wenn du den Weg noch schnell zurückfindest, weil der Drescher ist schon wieder voll. Ja, was den Kartoffelruder angeht. Also wir können uns hier mal einmal. Einen Überblick verschaffen, aber wenn ihr mich fragt, ihr trinkt doch heimlich, oder? Ist das der Oberhammer? Also ich bin froh, wenn er die Vorgewende fertig hat und das Ganze auch nee, da hole ich hin. Und das Ganze. Na, wir kriegen es dann am besten drauf, wenn wir auf den Bahnen sind, weil das ist einfach. Das ist doch ganz harter Tobak hier. So müsste es drauf passen. So, dann machen wir jetzt nochmal. Für alle, die nicht schwindelfrei sind, sollten gleich für ein paar Sekunden die Augen zumachen. Aber ich mache den Flugmodus jetzt mal aus. Yeah. So, dann. Wo muss ich hin? Ja, verzeiht es mir. Wir wollen es auch ja fertig kriegen. Ja, aber es ist ja schön, dass es mit der Sorghumhirse jetzt bei dem Mähdrescherkomplex funktioniert. Wir werden das Problem behalten, dass er halt nicht eigenständig abladen kann. Wegen der Kipphöhe, aber nein. So, wen könnte ich eigentlich. Hier haben wir einen ganz besonderen kleinen, ja, wollen wir es Bug nennen. Nachdem er einmal abgeladen hat, habe ich in dem vorderen Bereich keine Texturplane mehr. Also er füllt auf, ihr seht es ja unten rechts. Er wird auch voll. Aber die vorderen zwei Drittel Ladung, die werden mir gar nicht mehr angezeigt. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Ist mir auch egal, solange es funktioniert. Hallo, oder?
So, hier müsstest du wieder auf Warten umspringen. Berechne Fahrt. Denn du sollst den Drescher noch nicht anfahren, weil. Jetzt von mir aufmachen. So, wie sieht's hier aus? Du bist wieder im Feld angekommen, dann kannst du ja jetzt hier mal eben abladen. Neues gibt. Bislang nicht. Gut, auf einer Seite 33, 50, machen wir da jetzt mal 51 draus. Das sind 61.000 plus Ernteüberbleibsel. Mietfahrzeuge haben wir nur bei den Kartoffeln. Nö, ist okay soweit. Ja, wenn man sich jetzt mal an die Tücken dieser Map gewöhnt hat, dann kann man das hier auch hinbekommen. Es gibt hier für den Agro-Truck auch eine Stelle, wo er eine Kurve fahren will und da ist so eine Unebenheit, dass er hängen bleibt. Na ja, gut, muss ihn noch einmal beischubsen und dann fährt er auch weiter. Dann weiß ich es auch nicht. Der blinkt doch schon. Ja, das mit der Texturplane in dem Anhänger ist natürlich nice. Na gut, wir können hier mal einmal reingucken, aber. Ups. Aber ich kann hier jetzt nichts Auffälliges erkennen. Nicht denn da hoch und runter scrollen. Scheiß drauf. So, da stehst du ein bisschen besser. Ach, guck mal einer an, wer da angekommen ist. Können wir ihn direkt aus dem Rennen nehmen. Unebenheiten hier, ey. Die siehst du so gar nicht, aber der Trecker hängt ja derart schief. Entschuldigung, der Traktor. So, dann können wir ihn aktivieren. Weg, das ist nice. Was machst du da?
wolltest. Wohin? Den verstehe ich jetzt nicht. Nee. Da gibt es irgend so einen Wendepunkt, den er jetzt nicht bekommen hat. Weil er wahrscheinlich, ja genau, der. Sehe ich jetzt die Geschichte nicht, aber er hat auf der Seite jetzt die Bahn fertig und da, wo der LKW steht, ist ja. Ich sehe jetzt die Fahrtrichtung nicht. Ja, er wollte wahrscheinlich. Er wollte wahrscheinlich hier drauf. Dann wollte er sich hier jetzt leiten lassen. Dann biegt er hier wahrscheinlich gleich ab. Das kann ich es mir jetzt nicht erklären, dass er hier in die nächsten Bahnen gehen will. Das müsste dann hier ja jetzt gleich kommen. Nee. Aber das Stoppschild ist da hinten, also müsstest du. Müsstest da ja aber irgendwo weitergehen. Ach ja, das wäre das Leben ohne Kinderkrankheiten. Total langweilig. Gut, whatever, wir setzen ihn hier neu an. Schon mal Start. Mach's mal nächster Wegpunkt. Mach's mal weiter. Gut, wir lassen uns überraschen. Was war mit der Kühlplane? Jetzt war gerade was anderes zu sehen. Ja, aber schön, dass das funktioniert. Hier könnte ich jetzt mit dem Kipper arbeiten. Dir, was mir dazu jetzt gerade einfällt. Moment. Moment. Geh du mal bitte. Feld 4. Metrischer Komplex Rohstoffe. Ne, du sollst jetzt hier, genau, das ist die Tasche abtanken. Feld 4, megerischer Komplex Rohstoffe. So, du bist ein Abschiebewagen. Dich kann ich da super gebrauchen. Und dann werde ich den Kollegen. Wie weit bist du? Du bist bei 39%. Bis dahin ist er da. Wir sagen, fahr mal ab. Und dann bringen wir den zu den Kartoffeln. Aber bei den Kartoffeln kann ich mit dem Kipper arbeiten. Du sollst nicht zum Zielpunkt fahren. Du sollst zum Abladepunkt fahren, genau. So, dann haben wir da schon mal eine Sache schon mal gelöst, um die wir uns nicht mehr kümmern müssen. Jetzt wieder hier nur noch mal gucken, wie wieder die Stelle kommt, wo er hängen bleibt.
Und auch das haben wir dann ja gelöst, weil er sich ja um dieses Feld nicht mehr kümmern muss. Und im Endeffekt, uns kann es ja egal sein, wer hier jetzt wen abfährt. Lass uns mal überraschen. Ja, der will wohl. Freie Fahrt für freie Bürger. Wenn du hier abbiegen willst. Ja gut, normalerweise würden wir hier nicht drin sitzen, würden wir davon gar nichts mitkriegen. Und er fährt auch selbstständig weiter, ohne dass ich eingreifen muss. Aber es sah schon nach doppeltem Axtbruch aus. So, du musst doch jetzt hier über die Brücke, oder? Das passt hinten. Offensichtlich. Genau, dann machen wir ihn jetzt zum Kartoffelabfahrer. Das Problem mit der Abladekollision hier los. Man muss sich nur zu helfen wissen. Jetzt ist die Frage 27%. Gibt es eine Kolli oder ist vorher abgeladen? Schön. So, dann stricken wir dich um. So sollst du. Du sollst jetzt mit 20 zur Kantine. Ja, guck mal, er hat sogar schon Sorge um diese Laden. Was habe ich mit dir gemacht? Achso, dich habe ich noch nicht wieder aktiviert, weil du fast voll bist.
der LKW noch nicht wieder hier ist. Aber gut, das Problem wird sich zwischen den Folgen von ganz alleine lösen, wie von Zauberhand. Mit dieser Folge kommen wir nämlich zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.